So, eventuell, wenn alles gut laufen sollte, ich weiß es nicht sicher. Die letzten Minuten unserer Partie mit Civ 6, mit Civilization 6, mit den Kree of Gottheit. Eventuell, ich weiß es nicht sicher, wir zeichnen auf Twitch am Karfreitag auf für die YouTube-Leute. Eventuell der Beginn der letzten YouTube-Folge, ich bin mir nicht sicher, wie lange wir noch brauchen. Diplomatie-Sieg, Forschungssieg, wenn wir gewinnen. Mit einem Forschungssieg wäre das nicht die letzte Folge und auch, dann würden wir auch noch eine Weile länger brauchen. Wenn der Diplomatie-Sieg jetzt klappen würde, das hängt von ein bisschen Glück ab, wie das wo im Tech-Tree der dritte uns noch fehlende Diplomatie-Siegpunkt versteckt ist. Das ist eine Lotterie, das wissen wir nicht. Es kann sein, dass die, wenn die ganz hinten sind, dass dann der Forschungssieg sogar früher wäre. Das ist reine Raderei einfach nur, ne? So, was ist alles passiert hier? Wir müssen Allianz mit Monte erneuern, vorher die Freundschaft. Offene Grenzen, das ist mir zu doof. Ach, komm mal. Dann einmal Allianz, Kulturallianz, Geld verlangen. Raus. Einmal mittlerweile Runde 285 und laut meines Zettelchen müssen wir in ein paar Runden erst müssen wir uns wieder um das Thema Luxusgüter kümmern. Hilfsanforderung in zwei Runden, ja, darum sollten wir uns jetzt kümmern. Vorhin noch ein bisschen hier rumlaufen und noch ein paar Sachen machen. In einer Runde ist der hier fertig. Den müssen wir deshalb auch nicht beschleunigen. Wir stellen uns schon mal hier drauf mit dem Handwerker. Den setzen wir nächste Runde ein. Jede Menge Sachen, die wir uns noch mal kurz wegklicken, damit wir die Übersicht behalten. So, dann Hilfsanforderungen. Wir stecken mal ein Geld rein. Wir sind hier auf Runde 1100. Drei Diplomatie-Siegpunkte fehlen uns noch. Zwei gibt es hier. Ein Goldpunkt, das wir verschenken an Menelik, an den Kaiser von Äthiopien, gibt uns einen Punkt hier. Sagen wir mal, wenn wir verschenken, wir wissen nicht, was auf den letzten Metern geschieht. Eine Hilfsleistung bringt alleine ein Bauprojekt 200 Gold. Also, sagen wir mal, so auf 6000 aufrunden, wäre nicht schlecht, oder? Dann würden wir ausgeben 4900. Sollen wir das machen? Einmal 4,9 raushauen. Ja? Runde Summe. Mensch, WB gibt auf 5000, heißt es im Chat. Komm, wir machen das. Kommt mir so kleinlich vor, das stimmt schon. So. Die Wettspiele, die sind irrelevant für uns. Be Happy Bremen, weil die ersten 19 Runden abgeschlossen sind. Also mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn wir, wird vorher die Partie entschieden sein. Das wird in der nächsten Runde angezeigt. Haben wir noch irgendwo Baumprojekte drinstehen, Hilfeleistungen, die gleich fertig werden? Der Raumhafen hier kommt zu spät, wir lassen ihn mal dran. Stellen wir als nächstes einen weiteren Handwerker rein. Denn die sind besonders wertvoll, weil die 6 Ladungen haben in Raupenpower, weil Yang vor Ort ist und damit geben die besonders, einen besonders starken Boost, wenn man die hier auflöst. Jetzt haben wir noch 10.000 für Werner von Braun.
brauchen wir 14-4. Aber das wird jede Runde auch eine Kleinigkeit weniger. Eventuell klappt es sogar gleich mit Glauben. Wir müssen noch einen Moment abwarten. Eine Runde weiter. Oh Mann. Top, Mann. Danke dir. Fürs 20. Abo. Liebe Grüße. Drachenleser, danke fürs 25. Lautaro. Ach, das ist ja entzückend. Marcel schreibt im Chat, haben wir jetzt einfach nochmal 2 WB-Tassen dazu bestellt. So habe ich auch noch bei noch nicht gelaufener Spülmaschine eine Tasse am Start. Meine bisherigen Tassen sind 2 Jahre alt, sehen immer noch aus wie neu, kann sie nur empfehlen. Prost, vielen Dank für die gute Werbung. Vielen lieben Dank an unseren Marcel. Blümchen von goldiger Mond, vielen Dank an dich, an unsere Mods. John Curtin beschimpft uns die ganze Zeit. Sondersetzung, worum geht's? Ach, das irgendeiner unserer Allianzpartner oder einer unserer Freunde hat Scheiße gebaut und der wird jetzt abgesprochen. Rauf zu den Sternen, roter Planet, wir kommen! Ist jedes Mal das so hübsch inszeniert. Spiel ist ein paar Jahre alt, ich habe das so oft schon erlebt. Aber es ist jedes Mal ein Fest. Irgendwo ein Notfall, ein atomarer Notfall. Sagt mal, hat er eine Atomrakete geworfen? Das habe ich ja noch nie erlebt bei der KI. Oder ist ein AKW hochgegangen? Ich bin total entgeistert. Hat er eine Atomrakete geschmissen? Es steigt von der Erde in den Himmel auf und dann sinkt es wieder zur Erde hinab und erhält die Kraft von allen Dingen, ob überlegen oder unterlegen. Ich habe noch nie erlebt, dass die KI eine Atombombe geschmissen hat. Oh, John Curtin hat Kampfroboter und sicher auch Atomraketen, hasst uns. Wir versuchen ihm den Forschungssieg wegzuschnappen. Ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen. Exoplanet kommt als nächstes. Start hier vorne. 7 Runden. Und danach beschleunigen durch Lichtjahre. Also erstmal Projekt abschließen. Das ist also quasi die vorletzte Runde. Und dann fliegt das Teil noch los, ne? Oh Mann. Er fliegt immer noch mit einem Lichtjahr. Und hier unten seht ihr in der kleinen Anzeige, wie weit er ist. Sag mal, was meint ihr? War das eine Atombombe bei Mansa Musa? Kann man das irgendwo sehen hier? Das sind die Mali. Seht ihr irgendwo Fallout? Mit wem hat er den Krieg? Mit Monte? Mit den Australiern? Mit Tomyris? Mit den Chinesen? Mit... Ach, die haben alle gerade mitgemacht in dem internationalen Abkommen bei dem Notfall. Alle gegen ihn. Kann man das irgendwo in den Gerüchten vielleicht sehen? Das nicht sehen. Seht ihr das? Versuch mal zu filtern. Mansa Musa und
Hier geht's runter bis Hanne. Ah ja, das ist. Ihm wurde halt von allen der Krieg erklärt. Stadt, Kultur, Diplomatie, Entdeckung, große Persönlichkeit. Was ist ein Atombombenangriff? Ist das aus einer Stadt? Nee. Ich kann auch nur raten, was das für eine Kategorie ist jetzt. Das dauert ja ewig hier. Das ist Runde 263. Also hier ist es, das müsste ja hier irgendwo sein. Hier ist es schon mal nicht. Alle. Irgendwo bei alle. Ach komm, ist mir egal. Also ich glaube, Mansa Musa hat eine Atombombe geschmissen, aber keine Ahnung wo. Ich kann im Filter noch scrollen. Ah, ja, Militär. Ja, hier. Mali hat eine Massenvernichtungswaffe gestartet. Eine Nuklearwaffe, alle Entdeckung. Oh Gott. Die Mali haben echt eine Atomwaffe geschmissen, wie eklig. Aber wohin? Gegen wen? Wohin? Kein Wunder, dass die... Ich bin total schockiert irgendwie. Vielleicht abgefangen, kann sein, ja. Vielleicht nicht zerstört, vielleicht abgefangen. Seasets? Nein! Ja! Da ist der dritte Diplomatie-Siegpunkt. Wir brauchen den Forschungssieg definitiv nicht mehr. Und das bedeutet, dass wir nochmal einen Riesenhaufen Geld hier reinwerfen gleich. Dann haben wir gleich gewonnen. Dann bekommen wir hier, wir haben 17 Diplomatie-Siegpunkte. 2 bekommen wir jetzt. Wir schmeißen gleich Unmengen an Geld hier rein. Und dann fehlt uns noch ein letzter, den haben wir in 3 Runden erforscht, Leute. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. So, weiter. Campus-Forschungsstipendium brauchen... Ja, komm, machen wir nochmal. Für den guten Zweck. Damit die Seastats noch früher freigeschaltet werden. Handwerker, den müssen wir hier nicht mehr opfern. Können wir uns jetzt auch schenken. Gabelt hier in der Gegend rum. Bleibt hier mal pro forma stehen. Der bleibt hier auch stehen. Macht hier ein Nickerchen. Noch mal eine Modernisierung hier irgendwo hin. Was die Leute auf YouTube nicht wissen, auf Twitch gibt es eine Kanalvorhersage. Oh Gott, mein Hemd sitzt ja völlig verknäuelt. Das ist die Begeisterung. Ich muss ein bisschen mehr auf meine Optik achten. Ob wir heute am Karfreitag bis spätestens 20 Uhr den Siegbildschirm sehen. Die Leute haben sogenannte Kanalpunkte investiert. Die bekommt man, wenn man lange hier zuschaut auf Twitch. Bei unseren Streams bekommt man Kanalpunkte. Die heißen bei uns Bullenkramer-Punkte und die kann man unter anderem dafür nutzen. Nein, davon kann man sich nichts kaufen draußen. Also da kann man in Geschäften sich nichts von kaufen, aber man kann die investieren zum Beispiel bei solchen Vorhersagen, ja, bei Wetten. Da hatten wir eben eine 50-50-Wette. Eine ganz knappe Mehrheit von euch auf Twitch hat gesagt, ja, WB schafft das, ich glaube an ihn. Spätestens 20 Uhr Siegbildschirm. Knappe Minderheit gesagt, schafft er nicht. Die einzige Hoffnung der knappen Minderheit, dass es doch noch klappt, dass sie gewinnen, ist die, dass ich jetzt zu schnell rede. Und diese Hoffnung mache ich jetzt leider zunichte und klicke schnell weiter. Wir haben alle schon gemacht. Der parkt hier auch in der Gegend. Eine Runde weiter, bitte. Einmal abspeichern. Müssen wir noch irgendwas machen? Ich glaube nicht. Nein, alles gut. Eine Runde weiter. Geld noch ausgeben, danke. Ja, dann gehen wir nochmal, also mehr als 4.000. Ach komm, wir geben das gute Geld hier aus. Die Hilfsanforderung lief an Menelik. Kommt nochmal Geld von uns. Zehntausend Ocken bekommt er von uns. Ja, ernsthaft.
Oh, was habe ich gerade falsch gemacht? Ich hab mich irgendwie verklickt, ne? Achso, ich wollte hier als Geschenk überreichen und nicht, was gibst du uns dafür? Das freut er uns. Das bezeichnet er als gerechten Austausch. Eine Runde weiter. Ja, das ist irgendwie totaler Quatsch. Wir fahren schnell weg, bevor du dich provoziert fühlst hier. Oh Gott, schaut mal hier. Die Azteken haben auch einen riesenhaften Kampf, Roboter. Unsere guten Freunde. Krass, ne? Auf unserem eigenen Territorium hier. So ein Monstrum. Fettes Teil. Oh, hängt sich das Programm gerade auf? Kleine Hoffnung für alle, die gesagt haben, WB wird nicht rechtzeitig fertig. Ja, das kann man machen. Holen uns mal viermal Uran. Weiß der Henker wofür und warum? Die Allianz mit Monte läuft noch länger weg, Cranham. Kein Grund zur Sorge. Immer weiter. Noch mehr Forschung, bitte. Und wieder eine Runde weiter. Hier will eine Stadt rebellieren und rübergehen. Zwei Runden noch. Einmal ja, da. Jetzt will er uns das Uran wegnehmen. Ach komm, Mariam. Ist mir völlig egal, ob ich Uran habe oder nicht. Salam. Ist mir vollkommen schnuppe. Großes Finale hier. Ja, Goldbelohnung bekommen. Etwas mehr Geld haben wir ausgegeben, als wir benötigt haben. Bekommen zwei Diplomatie-Siegpunkte und haben jetzt deren 19. Bei 20 hat man gewonnen. Wissenschaftssieg. Wo stehen die hier? John Curtin rast im Schneckentempo dem Sieg entgegen. Das ist echt schade. Die KI setzt so selten zur Beschleunigung der letzten Reise zusätzliche Bauprojekte an. Das ist echt schade. Gandhi hält auch nicht mit, nur John Curtin. Kultursieg. Mansa Musa am besten, aber weit hinterher. Religionssieg auf so riesigen Karten total unwahrscheinlich. Herrschaftssieg ebenfalls. Niemand hatte irgendeine Hauptstadt eingenommen. Punktesieg würde erst greifen, wenn in Runde 500 niemand eine normale Siegvariante hätte. Mit anderen Worten, in einer Runde. Selbst wenn jetzt die Atombomben fliegen würden auf unserer Städte, in einer Runde haben wir gewonnen, Leute. Ein Klick noch. Noch ein letzter Klick von WB. Ein letzter Klick. Ja? Ja? Das ist der letzte Klick des Spiels. War es der letzte Klick der Partie? Nein, noch nicht. Ja, Freundschaft. Freundschaft ist gut. Wir hatten auch eine Allianz. Ach, hier sind die ganzen Allianzen ausgelaufen. Mit ihm hatten wir eine. Gar keine. Nee, machen wir nicht. Mansa Musa, der Kriegstreiber. Mit dir will ich nichts zu tun haben, Dickerchen. Nix.
Die KI will Zeit schinden, meinte wie das Nadir. Dann fährst du hinaus in die Wolken so weit, wo Leute? Schläge klingen wie Einsamkeit und der Wind das einzige Lied ist für lange Zeit. Der 20. letzte Finale. Diplomatie-Siegpunkt für uns und... Ich dachte, jetzt kommt der Siegbildschirm. Echt noch nicht? Er ist am runden Ende. Ich dachte, er kommt sofort. Wir führen. Ja, wir haben 20. Wir haben 20 von 20, die man braucht. Wo ist der Siegbildschirm? Das ist doch noch irgendeine Forschung einstellen. Das sind die Beschleunigungsmissionen für den Wissenschaftssieg. Ach Quatsch. Ja doch, komm. Das ist mir vollkommen schnuppe, ja. Ein letztes Mal wird auf alles einmal geklickt. Jetzt können wir hier Seastats bauen, dann seht ihr die auch gleich mal. Eine Runde weiter, jetzt aber. Und... Go! Härtestes Match ever. Viele haben nicht mehr geglaubt, dass wir es schaffen. Und? Siegbildschirm? Siegbildschirm, Oliver Knobi, danke dir fürs 19. Kommt ein Siegbildschirm? Schmiert das Programm. Von Anfang an wolltet ihr nichts als Frieden. Ihr habt gegen Aggressoren Stellung bezogen und wart stets um Kooperation bemüht. Das habt ihr nicht nur um eures Ruhmes willen getan, sondern weil Würde jedem von uns gebührt. So habt ihr dafür gesorgt, dass euer andauerndes Engagement für den Frieden aller der Grundstein für die Welt von morgen sein wird. Ja, geschafft! Und das heißt, sage ich jetzt auch mal, wir wollen jetzt noch ein bisschen in Daten schwelgen und in dem Stolz gewonnen zu haben in einer knüppelharten Partie. Das war der zweite Anlauf. Einmal hatten wir verloren, mussten nochmal starten. Es war mörderisch hier. Es war echt eine ganz miese Startposition da oben. Barbaren haben uns jahrhundertelang gequält. Bei der Forschung bis zum Ende der Partie sind wir überall in der Forschung hinterhergehinkt. Überall. Normalerweise, wenn wir auf Gottheit gewinnen, sind wir am Schluss wenigstens die Klügsten und die Kultiviertesten und so. Wir haben überall hinterhergehängt. Es war keine Religion gegründet. Es war eine einzige Qual. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es hinbekommen. Sogar mit der Siegvariante, für die Kree prädestiniert sind und die wir uns vorgenommen hatten, mit dem Diplomatie-Sieg. Wir haben es geschafft, Leute. Das bedeutet, das nächste Let's Play live auf Twitch startet am Ostersonntag des Jahres 2022 abends um 19 Uhr auf Twitch. Auf YouTube kommst du nach in der Aufzeichnung. Liebe YouTube-Leute, Programmplan packe ich rechtzeitig hier drunter. Da kann man das dann sehen, Link auf die Patreon-Seite. Jetzt wollen wir ein bisschen schwelgen in Zahlen, Leute. Danke für die Glückwünsche an den Twitch-Chat. Sehr lieb, vielen Dank. Danke fürs Cheeren an Speedy und an Morphys Müller. Ebenfalls danke an Snitchko. Auch, habe ich gesehen, vielen Dank. So, dann schon. Und ja, das kommt noch dazu. Smarty schreibt zurecht, wir haben kein einziges Weltwunder geholt, das Diplomatie-Siegpunkte geht. Ne? Ihr erinnert uns, wie entgeistert wir waren, als wir. Es gibt ein Weltwunder, es gibt einen Diplomatie-Siegpunkt, eines, das gibt zwei und eines, das gibt drei. Das letzte ist die Freiheitsstatue. Die wollten wir uns holen. Und wir haben gesagt, wenn wir uns die nicht holen, schaffen wir das nicht. Wir haben alles drauf gesetzt, die zu bekommen. Und was war? Die Eltern unter euch, wenn sich daran erinnern, die waren dabei. Was ist passiert? Eine Runde, bevor wir die Freiheitsstatue fertig haben, hat die KI die uns vor der Nase weggeschnappt. Gandhi. Blankes Entsetzen, Entgeisterung, Depri-Stimmung im Twitch-Chat und überall. Ganz viele Leute haben gesagt, es ist völlig ausgeschlossen, schaffen wir nie mehr. Und wir haben den schwersten Diplomatie-Sieg überhaupt geschafft, den ohne Weltwunder. Es ist, es,
unglaublich einfach. Es ist echt ganz toll einfach gelaufen. Hat auch einen heiden Spaß gemacht. Die schönsten Siege sind bekanntlich die schwer errungenen. So, wir schauen uns mal die Zeitleiste an. Das mache ich aber nicht so ganz so ausführlich wie sonst, weil ich bin so fix und fertig. Wir haben gewonnen. Wir könnten jetzt in der... Ausnahmsweise lasse ich das mal weg. Ich kann nicht mehr. Ich bin mental erschöpft von diesem Finale. Normalerweise ist das so der grüne Höhepunkt, wenn man sich am Schluss ein bisschen durchgeklickt hat, aber es tut mir leid. Mir fehlt die Energie dafür. Wie immer, das Safe Game gibt es im Anschluss in einem Thread. Also das hier, ich speichere gleich ab, bei uns im Community Forum. Link darauf gibt es auf YouTube in der Textbeschreibung und im Twitch-Chat hat vielleicht irgendeiner den Link mal und kann den posten. Und außerdem wird der Matzoman, unser Community-Moderator, den Seed, also die Zahlenkombination dieser Karte, in Verbindung mit der Karte, die auch Teil ist vom Hauptspiel, aber der Seed bestimmt unter anderem die Stadtstaaten und Ressourcen glaube ich nicht. Ich glaube, nur die Verteilung der Stadtstaaten ist da anders. Ist immer jedes Mal ein bisschen anders. Wird diese Infos ebenfalls in diesen Thread einstellen. Und zwar da im Startbeitrag der Threads. Rangliste. Ja, das ist irgendwie Quatsch. Das ist immer dasselbe. Je früher man beginnt, je früher man gewonnen hat, desto weiter unten ist man in der Liste. Weil man hat dann nicht so viele Punkte zusammengesammelt für den Punktesieg. Wenn man einen Regionssieg bekommen hat, den erreicht man oft früh, steht man ganz weiter unten und das Programm beschimpft einen als doof. Also, warum man keinen Bonus dafür bekommt, wenn man früh fertig wird? Es ist ja ein völliges Rätsel. Diagramme. Bezirke gebaut. Wir sind die hier. 13 KI-Gegner. Oh, oberes Mittelmaß. Oh, oh. Oberes Mittelmaß. Dann Einheiten getötet. Wir waren super friedlich. Ich kann uns gar nicht sehen. Doch, wir sind, oh, von wegen friedlich. Wir sind relativ weit oben, weil wir viele Barbaren umbringen mussten. Einheiten verloren. Schluck. Es waren nicht viele. Ganz unten. Wir haben ein bisschen was verloren. Gebäude gebaut. Na, auch oberes Mittelfeld. Gründungstitel ist mir egal. Große Persönlichkeiten, das werden nicht viele gewesen sein. Letzter, ganz weit unten. Wir waren ja Spätstarter, hatten wenig Bezirke. Krieger erklärt. Wir haben jemand den Krieg erklärt? Nein, wir haben keinem den Krieg erklärt. Ja, es hat uns auch niemand den Krieg erklärt. Hatten wir einen Krieg? Hat uns jemand überfallen? Nee, ne? Ich glaube nicht. Zeitalterpunkte. Auch oberes, wir sind überall oberes Mittelfeld. Spielerkultur. Da waren wir die zweitbesten. Spielerwissenschaft. Da waren wir die besten am Schluss wegen den Campus-Forschungsstipendien. Dadurch hatten wir am Ende, also die besten, wir hatten nicht die meisten Technologien erforscht, aber am Schluss hatten wir die höchsten Erträge, weil wir sonst nichts mehr hergestellt haben, außer Wissenschaft. Städte gegründet. Wo sind wir da? Ich glaube auch irgendwo hier. Hier irgendwo, ne? Oberes Mittelmaß. Wunder gebaut, da waren, glaube ich, die Superniten. Ja, unten. Gehörten mit zu den schlechtesten. Das war's. Das war unsere Partie hier. Mit Civ 6. Fortsetzung. Nächstes Let's Play. Auf Twitch geht es live weiter mit einem anderen Spiel. Also Ostersonntag live dabei sein auf Twitch. Abends ab 19 Uhr für die nächste Partie auf Gottheit. Ich habe mir noch nichts überlegt. Echt nichts. Ich habe auch noch nicht mal eine Idee. Doch, ich habe eine Idee. Die hatte ich beim letzten Mal fast genommen. Vielleicht nehme ich die. Mal gucken. Muss ich mir morgen nochmal anschauen. Oh Gott, ich habe morgen gar keine Zeit. Dann schaue ich mir das wahrscheinlich am Ostersonntag mittags an und entscheide spontan. Und auf YouTube dann, wie gesagt, in den Tagen danach. Hat ein Riesenvergnügen bereitet. Vielen Dank an alle, die mitgelitten haben. Und vor allem an die, die bis zum Ende mit daran geglaubt haben, dass wir es schaffen. Das war sehr cool.